dabei. Aus! Wo? Der Nikolaus ist da. Ach, wo? Ja. Hierher, weil ich gehört habe, dass es hier viele Kinder gibt und vielleicht auch liebe Kinder. Ich habe das ganze Jahr über ja schön aufgepasst, was auf der Erde hier unten so vor sich geht. Und da fallen mir immer ein paar Sachen auf. Jemand ein Liedchen oder ein Gedichtchen oder ja, alle wir zusammen? Sollen wir spielen noch von hier? Benjamin, Florian, den Lenny habe ich eben schon gesehen, Paulina. So, ich glaube, ich fange mal mit dem Benjamin an. Der Benjamin. Ich guck mal, wo mein Licht noch ein bisschen besser ist. Ja, schon das Lied. Lasst uns froh und munter sein. Also das freut mich, das ist ganz okay. Er steckt gerne Sachen in seine Hosentasche und zaubert sie weg. Ja, wenn das alles so in Ordnung geht, solange du nichts wegzauberst, was gebraucht wird und wo die Eltern oder die Verwandten böse sind, ist das okay. Ansonsten wäre ich ziemlich traurig. Das finde ich aber gar nicht zum Lachen. Benjamin, deine Eltern müssen noch arbeiten und die müssen auch ihren Tagesablauf gestalten. Und wenn die morgens dann sich fertig machen müssen, dann kannst du nicht so aus der Reihe tanzen. Das muss schon besser werden. Dann musst du schön dich fertig machen und musst auch Lust dazu haben. Okay, das neue Jahr geht auch besser, gell? Ja, das will ich aber auch meinen. So ein großer Junge, der muss mir das nachher versprechen, dass er sich da sehr bemüht. Aber er spielt ja auch gerne Fußball und du turnst sehr gut, habe ich gesehen. Es ist halt eben so. Kommst du zu mir? Kannst mir ja mal versprechen, kannst mich begrüßen, sag ich mal Hallo. Und dann denkst du an mich, guck mich mal an. Ja. Ob wir auch was auf dem Kerbholz hatten? Eigentlich, naja, habe ich gesehen, dass er ja sehr gut Fußball spielt und ein liebes Kind ist. So soll das sein. Und er ist auch sehr verschmust, das kann auch sehr, sehr schön sein. Er trödelt aber morgens auch im Bad. Hör mal, ich habe doch eben schon gesagt, das finde ich nicht so toll. Ja? Du kannst dich bemühen, dass das besser wird. Mama und Papa zuliebe. Ja? Gut, das wäre schön. Er macht in der Schule gut mit, habe ich gesehen. Das hat mich wiederum sehr, sehr gefreut. Naja, dann gucken wir mal. Lennart Großmann. Dich habe ich auch nicht vergessen. Ich habe heute Morgen, da war doch noch was in der Schule. Was hast du denn da gemacht? Ich glaube, du hast da irgendwie ein Diktat geschrieben, oder? Und? Wie ist das Gefühl? Wenn es gut ist, ist gut. Und wenn nicht, dann musst du das nächste Mal ein bisschen mehr Vollgas geben, vorher üben. Ne? Gut, dann muss ich mal da beobachten, was da wohl rauskommt. Aber es gibt hier auch, ich fange mal mit dem weniger guten an, ja? Da gibt es auch ein paar Sachen, die mir gar nicht gefallen haben. Da
Lennart ist manchmal zu ungeduldig mit den Hausaufgaben. Wir haben doch gerade besprochen, die Part schreiben, dann muss man vorher schön üben und dann muss man auch ordentlich üben und nicht zu ungeduldig sein. Also das ist ja was ganz Einfaches, was du besser machen kannst. So, dann schimpfst du auch manchmal und wirst wütend bei den Hausaufgaben. Das ist dann gar nicht gut, dann wird die Lage nur noch schlimmer. Dann regst du dich auf, dann regt sich vielleicht die Mama oder der Papa auf. Dann brauchst du viel länger, als wenn du ordentlich deine Hausaufgaben machst und ordentlich lernst. Das hat der Nikolaus alles schon gesehen bei Kindern, die sich nicht bemüht haben, die sich bemüht haben. Das sehe ich immer wieder, dass das viel besser ist, wenn man ordentlich seine Sachen macht und im Endeffekt ist man viel schneller fertig. Und im Bus, da bist du manchmal vergesslich. Hast du schon ein paar Mal was vergessen? Ich glaube, dreimal habe ich mir hier aufgeschrieben. Das letzte Mal hast du deinen Sportbeutel vergessen. Das kann ich verstehen. Ja, das ist aber nicht so toll. Stell dir vor, deine Eltern würden immer was vergessen, was wichtig für dich ist. Wenn du fragst, kann ich das bekommen und die haben es vergessen, wärst du doch traurig, oder? Ja. Also, bemühe dich mal, dass das besser wird. Oft geht Lenny auf Socken raus. Wofür gibt es denn Schuhe? Und bei dem Wetter jetzt, da können auch die Socken nass werden, die Füße werden nass, die Füße kalt und dann bist du krank. Und wer hat die Arbeit mit dir? Ja, ist gar nicht zum Lachen. Hör mal, das finde ich nicht lustig. Also wenn Mama und Papa was sagen und Socken anziehen, dann werden die auch schön angezogen. Und auf den kurzen Weg zu Paulina, Florian und Benjamin hier rüber. So, außerdem gehen die auch kaputt. Die haben Geld gekostet und der Papa und Mama müssen nicht unnötig arbeiten und Geld verdienen. So, aber ansonsten habe ich gesehen, da waren ja auch gute Sachen, wo ich dann wirklich wieder mit dir lachen kann. Du hast einen schönen bunten Stern gebastelt. Der hängt am Fenster, oder? Ja. Was ist denn das für ein Zimmer? Ich glaube, irgendwie nicht dein Zimmer. Nee, auf jeden Fall habe ich gesehen, der hängt am Fenster. Du spielst viel mit deinem Kater Findus, das ist gut so, ja? Auch positiv aufgefallen. Lennart hat für Mama und Papa schon mal Frühstück gemacht. Das war sehr lieb. Vielleicht tun sie das ja noch öfter mal. Ja? In der letzten Zeit spielt Lenny öfters Schach und da bist du auch schon richtig gut gewesen. Weißt du es noch oder hast du es schon vergessen? Was war denn das, was mir nicht so gefallen hat? Dass ihr Bart rödelt. Er weiß es noch, ihr habt es gehört. Die können dir dann helfen, können dich wieder daran erinnern. Versprech mir mal, dass das besser wird. Ja? Denn so? Socken. Socken. Der Dieter hat den Video genau gemacht. Okay. So, dann habe ich ja noch die Paulina. Paulina, so ein schönes Liedchen eben. Das hat mich sehr gefreut. Da hast du dich bemüht. Da hast du ja auch ordentlich geübt. Genauso ist es bei den Hausaufgaben. Ordentlich die Hausaufgaben machen, ordentlich üben, ordentlich lernen. Paulina ist eigentlich ein sehr hilfsbereites Kind. Sie spielt gerne in der Schule und mit ihren Geschwistern. Ja? Wenn du nicht ordentlich zu Hause lernst, dann wird aus dir nicht so viel, als du in deinen Möglichkeiten hast. Ja? Also nutze deine Möglichkeiten, hör auf die Eltern, lerne schön und dann wird das auch was mit dir. Ja? So, sie strudelt beim Arbeiten, weil sie immer schnell fertig werden will. Das hast du jetzt schon ein paar Mal gehört. Bei dir genau das Gleiche, ja? Das muss besser werden. Sie turnt sehr gut an der Stange und spielt gern Fußball. Ja? Das ist auch sehr schön. So. Und dann habe ich gesehen, dass die Kinder manchmal nicht in ihren Betten schlafen. Und da kann ich eigentlich durch die Bank her jeden angucken. Dann soll Ruhe sein. Die müssen ja am nächsten Tag wieder arbeiten oder nachts. Ja? Also das muss schon etwas besser werden. So, dann bin ich ja eigentlich mit den Kindern durch. So, dann kann ich ja gleich gucken, was es an schönen Sachen gibt. Obwohl, Moment mal, hier zum Schluss. Ich glaube, mir noch etwas aufgefallen, das hat mir gar nicht gefallen. So, dann kommt mal zu mir. Könnt ihr noch vorher ein Bild mit mir machen? Oh ja, ja?
Wenn es sich traut, da auf den Schoß. Du! Absatz! Guck mal, ein lieber Junge! So! Auf eins! So, dann runterhopsen. Bitte, was?
Schlittchen. Hast du ein Offiziersmesser? Wir sind heute absolut im Nikolausbrennen. Ja. Alles in Rot. Hä? Hat jeder was, aber viele waren rot. Hoffen die hat es schön warm. Nein, das ist ja schon für große. Bist du ein Offizier? Darf ich? Deine Farbe?